Also es ist schon so, dass ich sehr fokussiert dann bin und grundsätzlich gucke, dass ich meinen Trainingsplan auch durchziehe. Und dementsprechend ist fürs Training gesorgt und den Trainingsplan, den wir dann bekommen, der wird knallhart durchgezogen. Es wird auf die Gesundheit geachtet und aber genauso gut auch darauf, dass man auch ein bisschen Freizeit hat, damit man auch den Fokus dann letztendlich nicht verliert und sich dann komplett darauf konzentrieren kann, wenn die Trainingseinheiten dann stattfinden. Meine stärkste Charaktereigenschaft ist Ehrgeiz. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich glaube, dass das im Sport auch eine sehr wichtige Komponente ist, um wirklich erfolgreich auch sein zu können. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, in meinen Reha-Phasen, die waren nicht leicht. Ich hatte sehr viele Knieprobleme, auch viele Knieoperationen. Und habe einige Rehas gemacht, 3 bis 4 Stück. Und eine Reha hat davon ungefähr 1 Jahr gedauert. Und es war sehr, sehr hart, da wieder zurückzukommen, weil wirklich alles im Knie nicht so sein sollte, wie es eigentlich gemacht ist. Und letztendlich hat es sich aber gelohnt. Und ja, man ist wieder zurück auf dem Platz. Weil es auch einfach damals so üblich war, glaube ich, man ist in den Dorf eingegangen. Das war halt der Jungverein dann. Und ja, man kannte es nicht anders und irgendwann, wenn man nicht mehr durfte oder man nicht mehr mithalten konnte, ist man dann zu den Mädels gewechselt. Und ich glaube, dass es heute ein bisschen anders vielleicht ist, weil es auch mehr Angebote für Mädchen gibt im Frauenfußballverein. Aber grundsätzlich hat es mir nicht geschadet. Ich finde, dass es für Mädchen nicht verkehrt ist, bei den Jungs zu spielen, zumindest auch anzufangen, bis zum gewissen Alter dort mit zu spielen. Einfach, weil das Tempo höher ist irgendwann und auch ja, die physische Komponente, der körperliche Einsatz. Und ich glaube, dass das Mädels schon weiterhelfen kann im Sprung nach ganz oben. Höre ich Musik. Wie ein Traum, den ich lebe. Will ich die Titel gewinnen?